Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Sonne und Pluto im siebten Haus im Steinbock auf Fischegraden. Sehr spannender Aspekt, sehr heftiger Aspekt, sehr transformierender Aspekt und natürlich eine sehr tiefgreifende Veränderung, weil natürlich Pluto im Steinbock eine unheimliche Transformationskraft hat, weil Pluto ist ja der sozusagen alles atomisiert, also das Granulat ist da noch zu groß, also das wird ganz klein zerrieben quasi, und wir sehen auch hier auf Fischegraden den Auflösungsprozess noch einmal angesprochen, und wir haben auch hier wettermäßig, wie es der William Toyle ja pflichtgemäß vorausgesagt, gewusst hat oder was auch immer, in Spanien heftige Schneefälle, und was uns besonders freut, ich meine, Kalifornien ist normal, aber hier in Saudi-Arabien, ja, großartige Entwicklungen, Saudi-Arabien wird jetzt auch neues Veranstaltungsland für Langläufe, also Skilangläufe werden. Hätte man nicht für möglich gehalten bis vor kurzem, aber man kann einfach nur sagen, ja, die Klimademonstrationen haben gewirkt, also es ist tatsächlich kälter geworden, muss man sagen, alle Achtung. Und jetzt können, ich meine, wir haben es gehofft und es ist jetzt endlich soweit, ja. Endlich werden die Insekten auch in unsere Nahrungsmittel hineingezaubert, und ja, da kann man dann kleine Hinweise lesen und vielleicht hier ist der Hinweis dann unter Umständen lebensrettend, dass der Verzehr sozusagen bei Menschen mit bekannten Allergien gegen Krebs und Weichtiere sowie gegen Hausstaub allergische Reaktion, wenn man das sieht, ist das eine Art Warnzeichen, Hände weg. Ja, und Hände weg, auch ganz interessant, der Komet. Der Komet, wie es in Lumbazi Vagabundus schon, ja, das war der Knirim, glaube ich, in seiner Panik und Angst. Auf jeden Fall hier sehen wir, rauscht ein Komet bei uns vorbei, und Kometen sind seit alters her als Unheilbringer bekannt. Also Unheilsbringer, und ja, ich würde sagen, auch dieses Horoskop verspricht jetzt nicht das Grüne vom Ei, sondern wir sehen hier als Beispiel Saturn als Herrscher des siebenten Hauses an der Spitze des neunten Hauses. Was bedeutet, dass es mit Handelspartnern aus dem Ausland Schwierigkeiten gibt, weil Saturn steht immer für Schwierigkeiten. Obendrein leistet sich Saturn dann noch einen eigenen Fixstern. Also so gut muss es ja mal gehen, ja, dass man einen eigenen Fixstern hat. Deneb Algedi, viel Text steht hier nicht. Und hier schreibt Vivian Robson, Deneb Algedi soll Mildtätigkeit sowie Zerstörungswut bringen. Das ist eigentlich ganz logisch. Also aus jeder Mildtätigkeit erwächst eine gewisse Zerstörungswut und dann auch Leid wie Zufriedenheit. Also auch im Leid kann man durchaus zufrieden sein. Und der letzte Abschluss ist, glaube ich, am sinnschwangersten. Leben genauso wie Tod. Also das heißt, alles oder nichts. Das ist ein sehr interessanter Fixstern, der bedeutet sozusagen genau genommen ein, wie es bei uns immer geheißen hat, ein entschlossenes Jein. Ja? Also Ja und Nein, 100% oder 0%, ganz interessante Bandbreite, die sich hier ein Saturn hier angeeignet hat, was für mich nur den Eindruck verstärkt, was hier die Aussage auch im siebten Haus ist, eben große Transformationen, große Veränderungen. Ja? Und hier ist eben der internationale Handel mit dem fernen Ausland in der Krise. Das kann man hier sagen, Herrscher von sieben Saturn, Spitze neuntes Haus, meines Erachtens eindeutig. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen hier, genauso wie beim ersten Horoskop mit der Direktläufigkeit, Merkurs, Herrscher von zwei und Herrscher von drei, ist der Mond im Schützen, dieses Mal nicht eingeschlossen im sechsten Haus, sondern an der Spitze des sechsten Hauses. Ich glaube, darüber brauche ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, hat sich nicht allzu viel verändert. Und also das heißt, hier steht auch sozusagen das Bankensystem, Finanzsystem, Rohstoff, Wirtschaft, Handel und Industrie sozusagen steht im Moment nicht sonderlich gut da, aber mit Schützebesetzung auf Löwegraden sehr ambitioniert, sehr feurig, sehr impulsiv. Aber unterm Strich haben wir auch hier die Probleme mit dem Bereich Arbeitsplätze. Irgendwie auch logisch, wenn niemand die Arbeit macht und die künstliche Intelligenz zum Beispiel schlopft, die schlopft zum Beispiel, dann wird es auch nicht funktionieren. Wir haben den Herrscher von 4 in 6, das ist der Merkur, aber auch Herrscher von 12 in 6. Das heißt, die Bevölkerung leidet an 12. Haus,
sechstes Haus, an mysteriösen Erkrankungen, an Infektions, zwölftes Haus, Krankheiten, sechstes Haus. Ja. Kann aber auch bedeuten, dass die Bevölkerung Schwierigkeiten mit Arbeitsplätzen hat, ja, die sozusagen sich in Luft auflösen, zwölftes Haus. Also kann es auch bedeuten, kann. Und die Arbeitsplätze selbst oder die Probleme, sechstes Haus, Herrscher von sechs, ist der Jupiter im zehnten Haus. Also wir sehen hier, dass die Staatsipaten mittlerweile ein bisschen Probleme bekommen und dass sie hier sehr stark von prophetischen Dingen, von großartiger Zukunft, also das Paradies auf Erden, Jupiter schwadronieren. Und an sich ist ja der Jupiter eine starke Erfolgsbesetzung, aber durch die Spitze, zehntes Haus in den Fischen, interessanterweise auf Schützegraden, was hier genau diese Aussage bestätigt. Auch hier wird sozusagen von der großartigen neuen Welt gesprochen oder die Ordnung der neuen Welt, wie das auch immer heißt. Ja. Also hier wird geschwafelt, was das Zeug hält. Und wir sehen hier Merkur im Spiegelpunkt, aber auch Mars im Spiegelpunkt zu Neptun. Das heißt, hier bläst den Staatsipaten starker Gegenwind von der Bevölkerung entgegen, ja, aber auch von den verbündeten Staaten, nämlich Spitze 11. Haus steht im Widder, das heißt der Mars ist der Herrscher des 11. Hauses und auch der Herrscher des 5. Hauses, allerdings eingeschlossen. Das heißt, hier kann es sein, dass die Staatsipaten Schwierigkeiten bekommen von den verbündeten Staaten, weil das mit dem Wachstum, mit der Prosperität alles längst nicht mehr funktioniert. Das zeigt uns dieses Horoskop klar an und es zeigt uns auch die Schwierigkeiten. Naja, jetzt können wir mal ausrechnen. Ich liebe Jahreshoroskope, weil dadurch immer sehr leicht mit den Monatsberechnungen. Das heißt, wir haben 17. Jänner, 17. Februar, 17. März, 17. April. Mitte April gibt es hier Probleme, aber wir sehen hier über die Mars-Auslösung, die natürlich auch schon auf das 10. Haus weist. Ich würde sagen, das ist die 5. Woche. Das heißt, wenn ich 17. Februar rechne, das heißt, wir kommen ungefähr auf den 24., ungefähr um den 24. Februar, sagen wir Ende Februar, das ist Mitte April, haben wir hier schon einmal die ersten Querschüsse auf die Staatsipaten. Also das heißt, hier könnte es dann zum großen Halali kommen. Also das heißt, hier wird dann der Schuldige gesucht und der wird natürlich auch gefunden werden, zumindest vordergründig. Ja. Wir haben hier, was haben wir hier? Achtes Haus, Herrscher von 8 und Herrscher von 9, eingeschlossen im 11. Haus. Das heißt, wir erkennen hier im Bereich der Verbündeten, der Freunde, das muss jetzt nicht zwingend die Europäische Union sein, sondern das kann auch weit sein, über den Atlantik, sehen wir große Niedergangsprozesse. Achtes Haus und 9. Haus sind hier im Bereich des 11. Hauses miteinander verbunden. Kann aber auch bedeuten, 9. Haus sind Freiheitsbestrebungen oder Gerechtigkeitsbestrebungen. 8. Haus kann intensiv bedeuten. Das heißt, wir haben hier intensive Gerechtigkeits- und Freiheitsbestrebungen im Bereich von Vereinigungen, Gruppierungen und so weiter. Und hier der Mars kann natürlich dann auch bedeuten, aber das wäre dann eine ähnliche Sache, das wäre eine Verdoppelung von der Aussage, weil das ist ja schon die Bevölkerung, dass hier eben andere Teile der Bevölkerung, die in Gruppen zusammengefasst sind, auch gegen die Staatsipaten, aber mit Mars-Energie agieren. Hier ist es mit Verbalenergie. Aber andererseits, Mars in den Zwillingen ist jetzt auch nicht unverbal, aber interessant ist, dass er auf Krebsgraden steht. Der Mars ist auf 8 Grad irgendwas, 808. Das heißt, wir sehen, dass natürlich hier auch die Bevölkerung dahinter stehen könnte, weil wir da wie dort, Merkur interessanterweise steht auch auf, also 808 ist Merkur, 820 habe ich mir verschaut, aber trotzdem, es sind 8 Grad, Krebsgrade sind von 37 bis 10 Grad. Also das heißt, wir haben hier in beiden Kontrahenten, den Staatsipaten gegenüber, sehen wir die Bevölkerung sehr stark engagiert. Wir haben noch einen Planeten vergessen, korrekt, und zwar ist das die Venus. Die Venus steht im 8. Haus, eindeutig geschwächt, weil im 8. Haus steht sie nicht gerne. Im Wassermann steht sie sehr freiheitsliebend, allerdings ist sie hier auf Skorpiongraden und das verstärkt dann die Aussage des 8. Hauses. Venus auf 19 Grad 24, 19 Grad 24 erinnert uns an die Weltwirtschaftskrisenjahre. 1924 war, glaube ich, war das die Weimarer Republik, eine sehr, sehr schwierige Zeit damals.
Ja, was haben wir hier zu Venus zu sagen? Die Venus ist eingeschlossene Herrscherin des 11. Hauses und sie ist die Herrscherin des 5. Hauses, Spitze 5. Haus in der Waage. Aber der Großteil des Sternzeichens Waage ist im 4. Haus. Das heißt, die Venus ist auch die Nebenherrscherin für die Bevölkerung, für unsere Heimat. Und hier sehen wir auch einen starken Niedergangssterbeprozess. Eindeutig. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass das Wachstum innerhalb der Europäischen Union, Stier, auch sozusagen große Probleme oder auf große Probleme stößt. Sagen wir es mal, formulieren wir es mal arbeitgebergerecht. Ja. Gut, also so habe ich, glaube ich, alles besprochen. Oder alles kann man nicht besprechen, aber ich meine hier auf die Schnelle. Das heißt, wir sehen wieder 10 Planeten oberhalb der Aszendentenachse. Das heißt für mich, es kommt viel ans Tageslicht. 1, 2, 3, 4 Planeten im 3. Haus, im sozusagen Kommunikationsquadranten, im Austausch. Das heißt hier im Geistesquadranten. Das heißt, wir sehen hier im Geistesquadranten, haben wir starke Veränderungen. Und das kann für mich bedeuten, auch in Kombination mit der natürlichen Herrscherin des 7. Hauses, also sozusagen Quartalsherrscherin, dass hier tiefe Informationen ans Tageslicht kommen. Der 4. Quadrant ist der Umsetzungs-, der Tatquadrant. Allerdings wird sich bei Neptun an der Spitze des 4. Quadranten, naja, außer viel warmer Luft, nicht viel ergeben. Also das heißt, hier werden wir jetzt nicht allzu viele Umsetzungsresultate sehen. Ja, schauen wir mal, ich hab das Hintergrundbild wieder mal gewechselt. Das wechselt sich manchmal unfreiwillig, manchmal freiwillig. Ich habe wieder neue Videos hochgeladen. Schauen wir mal, ob wir das schon kennen. Ich muss nur mal den Ton rechtzeitig abfangen. Ah, das war der Rundumblick dort. Ja, schön, es war sehr schöne Aussicht. Sehr, sehr schöne Aussicht. Ich habe einen schönen Tag erwischt. Und was gibt es für uns zu sagen? Ich würde sagen, für uns kommt es darauf an, dass wir wirklich uns jetzt sehr stark auf uns selber fokussieren, dass wir allmählich, so wie beim U-Boot, wie man sagt, oder? Luken dicht und auf Tauchfahrt gehen. Weil das, was jetzt in der Außenwelt kommen wird, da werden viele Dinge dabei sein, die wir sozusagen nicht erleben wollen, ja? Und manchmal ist es besser sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, den Kopf in den Sand zu stecken, das ist nicht der probateste Weg, aber wenn es ein bisschen heftig wird, dann muss man sich ausklinken, dann muss man sich aus dem Spiel herausnehmen, dann muss man auch mal, wie es der Eddie Konstantin gesungen hat, mach mal wieder Pause oder so ungefähr. Und ich glaube, das ist für uns jetzt sehr wichtig, dass wir uns wirklich auf uns konzentrieren. Und ich habe das gestern sehr stark erfahren, mich hat es gestern wirklich energiezusammenbruchsartig zu Boden geworfen, also sinnbildlich. Und ich habe dann zunächst einmal versucht zu schlafen. Also ich habe begonnen mit Meditation. Ich habe auf ein Meditationsplätzchen gesetzt, Augen geschlossen, versucht runterzukommen, die ganzen Gedanken aus dem Kopf raus. Und dann habe ich mich eine Stunde niedergelegt. Ich weiß nicht, wie lang es war. Und es hat gut getan, ja, weil Schlafen synchronisiert die Gehirnhälften, man kommt wieder herunter. Und das ist ja unser großes Problem, dass wir uns derzeit mit zu vielen Dingen auseinandersetzen, die genau genommen mit uns selber gar nichts zu tun haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wieder auf uns konzentrieren, auf unsere Familie konzentrieren und auf das fokussieren, was wir tatsächlich verändern können. Angeblich laufen große Heilungsprozesse, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich hoffe, dass es auch so ist, aber letztendlich bitte konzentrieren wir uns auf uns selber und auf jene lieben Menschen, denen wir helfen wollen. Nach wie vor ist bitte aufrecht Frieden in der Ukraine, das ist ganz wichtig. Für Frieden gibt es keine Alternative und wir haben auch in den Horoskopen gesehen, dass es dort sehr bald zu Veränderungen, positiven Veränderungen kommen wird. Das heißt, dass wir dort Frieden bekommen werden. Und der nächste Schritt ist, dass wir eben liebe Menschen mit Lebensenergie versorgen. Das heißt, dass die in den Selbstheilungsprozess eintreten. Also das heißt, dass hier regelrechte Wunder geschehen. In dem Sinne einen großartigen falschen Dienstag, weil wir haben einen keltischen Montag. Dein Astrowolf. Ende.